So Leute, weiter geht's mit Pokémon Rote Edition. Wir waren das letzte Mal auf der MSN stehen geblieben, haben ein paar Trainer besiegt und widmen uns jetzt diesen senilen alten Greis hier. Moin! Du Mutznase! Was fällt dir eigentlich ein, in mein Zimmer zu kommen, um mich herauszufordern, senil zu nennen? Ja, du siehst schon aus wie so ein Seniler. Halt die Klappe! Gut, dann halt nicht. So. Ich war übrigens in der Zwischenzeit nochmal im Pokémon Center. Das erspare ich euch, wenn wir auf so einem Schiff oder sowas sind und ich dann die Parts wechsle. Denn es muss nicht sein, dass ihr euch jetzt da auch noch ansehen müsst, wie ich ins Pokémon Center renne, dadurch wieder so eine halbe oder eineinhalb Minuten verliere. Komm, das erspare ich euch. Das mache ich einfach unauffällig. Ich erwähne es jetzt auch nur noch ganz beiläufig. Du bist ganz schön gut. Ja, ja. Das erzählen mir mehrere Leute. Und dann ist der Käse gegessen. Gut. Hier war das, glaube ich, genau. Die will nicht kämpfen. Tach. Die wollen auch nicht kämpfen. Was wollen die hier eigentlich? Was erzählt ihr uns? Ich heiße immer mit Knuddeluff. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja, ja. Die haben uns wieder mal richtig spannende und wichtige Dinge zu erzählen. Gibt's hier dann irgendwelche Trainer? Ja, natürlich, die Römerhelm-Tussi. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Polemon. Die Polemon. Scheiße. Unzählige Polemon. Oh Gott. Polemon. Es tut mir leid. Ach Gott, ey. Ja, zwei Pokémon. Unzählig. Für alle Leute, die nicht über eins hinauskommen, ist es wirklich wahr. Wahrscheinlich, wenn die so wirklich in ihrem Alter schon so weit und so oft gereist ist, dann kann ich ihr das ganz und voll abkaufen, dass die nicht weiter als eins zählen kann. Ach Gott, ey, nein. Nein, ich hab die ganze Welt für diese Pokémon. Die kriegst du auf den ersten zwei Routen, wenn du Glück hast. Was heißt, wenn du Glück hast? Die kriegst du auf den ersten zwei. Bei Alabastia, was? Und Alabastia ist nicht die ganze Welt. Was machst du hier? Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Ja, die werden hier bestimmt auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff rumgeistern. Sehr richtig. Hier unten war, glaube ich, die Küche. Ja, genau, hier war die Küche. Und die Typen, die hier nur die ganze Zeit am Müll rumstehen. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss ja meine Kartoffeln schälen. Ja, irgendwer muss es ja auch machen. Hier ist nichts bloß Abfall. Was machst du? Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Ja, das ist doch ein Leben. Hier ist auch nichts bloß Abfall. Was sagst du? Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Ja, schon scheiße. Superball. Wer wirft denn sowas weg? Kann man bestimmt nicht essen. Weg damit. Ich bin der Chef der Was? Der Hauptgang ist Lachsfilet. Oh, Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Lachsfilet in Rahmsoße. Göttlich. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Warum hast du ihn nicht rausgenommen? Superball. Kostet ein bisschen, ne? Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt, ja, das merke ich. Aber gut, mein Lachsfilet, ich schwör's euch. Wenn ihr ein gutes Lachsfilet ohne Gräten bekommt, ich würde es jedem anderen Essen in der Wirtschaft vorziehen oder im Restaurant. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für die Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ja, toll. Die eine, die ein Stück Torte wollte, war kein Trainer. Die wollte nicht gegen mich kämpfen. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfs. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Naja, also wenn ihr schon mal ein gutes Lachsfilet gegessen habt, ihr wisst, was ich meine. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ei, Seemann, bist du seekrank? Ja, eindeutig. Dem, dem, dem. Dem, 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 dem. So. Dum, 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 dum. Ja, Malaka, der rotzt es jetzt hier weg.
Das ist der richtige Wegrotzer hier. Da, endlich mal Tetara gewonnen hätte. Ich bin stolz auf dich, Malaka. Aha, du hast Glück gehabt. Ja, schon recht. Gut, bist du auch ein Trainer? Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Na, Seekrank ist scheiße. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, aber der Typ hier die ganze Zeit rumsteht, dann garantiert nicht. Das kannst du ja vergessen. Moin. Hey, wie wär's mit deinem Tänzchen? Typen, die nicht mit mir tanzen, kann ich hier nicht besonders gut leiden. Das glaube ich dir. Ja, mach hallo. Wie gemalt für Malaka. Boah, ich habe irgendwie Hunger gerade eben. So, jetzt habe ich Lust auf Seelachsfilet. Boah. Aber es ist kurz nach 2 Uhr nachts, da werde ich kein Seelachsfilet bekommen. So, Seni. Das wäre jetzt mal wirklich eine Sache. Oh, schade, wir gehen ja am Samstag, heute ist also, es ist Montagnacht, beziehungsweise Montag gerade eben. Wir gehen am Samstag jetzt zum Griechen und da gibt es keinen Seelachs. Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt. Und du? Sperrstunde, die Party ist vorbei, das Schiff sticht bald in See. Ja, er steht hier rum, pisst in die Ecke und erzählt mir was und Sperrstunde. Das, solche Leute habe ich wirklich gern. Na, gibt's hier denn sonst noch irgendwas? Ein paar Trainer wird es hier doch hoffentlich noch geben, oder? Hier vielleicht? Du bist ein Trainer? Nein, auf jeden Fall nicht. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Wieso erzählen mir eigentlich alle auf dem Schiff irgendwas von Relaxo? Der eine Typ in der Kantine ist schon, jetzt er. Wow. Die wollen doch bestimmt kämpfen. Natürlich. Mach ein bisschen langsamer, dann machen wir morgen weiter. Schau dir an, was ich an Leib gezogen habe. Bin ich begeistert. Bestimmt ein Tentacher. Sag mal, FPS, was ist jetzt los? Nee, Goldini. Da, na, 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 na. So. Ja, ein Tentacher, werde damit gerechnet. Niemand hätte je mit einem Tentacher gerechnet. Oh, mein Ohr juckt schon wieder. Ich krieg die Krise. Ich kann es nicht mal one-hitten. Warum nicht? Das Pokémon ist doch prädestiniert dafür, dass ich es one-hitte. Und noch ein Goldini. Komm, ich möchte Malaka jetzt ein bisschen trainieren. Ach komm. Ja, also, geht doch. Oh. Nope. Ah, sehr schön, Level 22. Ah, ich hätte ja eigentlich mit Psystrahl gerechnet. Gut. Okay, das war's für mich. Tschüss. Was? Moin. Na, no, alles frisch? Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Nein, du bist alt. Du bist uralt. Du bist steif wie ein Krückstock. Und schau gut hin, dein sechsfaches Kind. Du bist alt. Na, wer kennt's? Woher war's? Na? Woher war's, Leute? Kriegt einen Keks, wenn ihr es mir sagen könnt. Oh, das arme Pikachu. Tut mir leid. Nö, gar nicht. Ah, oh, da fühlt man sich gleich jünger. Ja, ich fühle mich auch immer jünger, wenn ich auf die Schnauze kriege. Top Äther. Sehr gut. Gibt's hier denn noch mehr Tränen? Oh nein. Seniorentreffen. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneiderkleid hacken. Und du? Ich habe ja schon Leute auf Pokémon übers Wasser reiten sehen. Haha, ja. Mein Gott, wir nehmen lieber das Schiff. Du hast schon recht. Seid ihr Trainer? Ja, na also. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich mag einen Doppel-Cheeseburger, Chicken McNuggets und eine große Cola. Das ging jetzt überhaupt nicht an der Frage vorbei. Body Slam! Oh. Es ist paralysiert, warum auch immer. Wahrscheinlich hat Kadabra irgendwas mit dem Löffel gemacht, was nicht sein sollte. Aber gut, lassen wir es einfach darauf beruhen. Ach ja, jetzt könnte ich den guten Nudelstand eigentlich mal einsetzen. Ich hatte noch nie einen Stand trainiert.
Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir zwar mal ein Stando gefangen, aber noch nie trainiert. Ponita hat er schon. Ponita ist auch ein gutes Feuer-Pokémon. Gefällt mir. Mag ich. Wobei ich ja Arcani am meisten schätze, neben Glurak. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow! Das hätte ich gedacht, wenn er keinen Hut auf hatte. Ach, scheiße. Ich will doch das Item. Ein Sonderbonbon! Yay, yeah, hast du es gesehen? Ich habe deinen Sonderbonbon abgezweckt. Wo warst du, dass die Party lief? Man kommt hier nie zur Party. Man kann das Spiel innerhalb von... Man könnte sich sogar durch die Wände glitschen. Zu Bill gehen. Das Bootsticket nehmen. Und innerhalb von 5 Minuten hierher kommen. Man würde die Party verpassen. Ganz einfach. Ach komm, wegen einem KP, ne? Ja, jetzt habe ich 2. Und er hat ruckzuck... Na! Scheiße! Ich hasse dich, Radfratz. Ich hasse dich. Toll, jetzt darf ich nochmal ins Pokémon Center rennen. Nur weil es auf diesem scheiß Schiff keinen Heiler gibt. Oh, toll, Pikachu. Was mache ich denn jetzt? Matumbo. Oh Gott, ist das zum Kotzen, ey. Na gut, Raserei. Pikachus. Warum haben die gegnerischen Pikachu... Wenn ich jetzt hier gegen ein Glutexo Level 26 kämpfen würde und ein Pikachu Level 18 einsetzen würde und das Glutexo würde Raserei einsetzen, wäre mit dem ersten Schlag mein Dreiviertel Leben weg gewesen, zu 1000%. Und der zweite Schlag hätte mich 100% ganz ausgenockt. Weil es ein Volltreffer war. Mach mal langsam! Nein. Wobei, wie viel braucht Malaka denn noch? Kann nicht teleportieren, super. 164, verdammt. Gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich war jetzt kurz im Pokémon Center. Gut, gibt's hier denn noch irgendwas Spannendes? Na? Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuxan? Hast du die schon besucht? Wie denn? Ich hab noch nicht mal den dritten Orden. Es gibt da sehr seltene Pokémon. Stimmt doch überhaupt nicht. Außer Janera und Kangama und Sichlor und Pinsir. Und Ratini. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Mhm. So, gut. Das scheint alles gewesen zu sein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Moin! Ich wusste, dass er kommt. Arschclown! Sian, Chris! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Chris, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt von Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Gibt's bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 40 Pokémon ohne Entwicklung? Ich bin mir nicht sicher. Leute, könnt ihr, wenn ihr da so eine kleine Ahnung bezüglich der Aussage habt, könnt ihr die mal auf Wahrheit überprüfen? Wenn ihr schon dabei seid? Weil ich vergesse das hundertprozentig. Ich werde es jetzt mir zwar hier merken, aber wenn ich mit dem Part fertig bin, werde ich das hundertprozentig vergessen haben. Dass ich da mal nachgucken wollte. Von daher könnt ihr da mal gucken. Das wäre sehr nett von euch. Und zum selber nachkontrollieren, wenn man es nachkontrollieren muss, dann müsst ihr das auch nicht machen. Denn das wäre ein bisschen zu viel Arbeit, da durchzuzählen, ob das funktioniert und ob es überhaupt möglich ist. Naja, wäre mal interessant zu sehen. Kadabra. Ich glaube, da setze ich mein eigenes Kadabra ein. Malaka los, ich glaube, du bist stärker. Ja, ist es. Aber er hat es zumindest weiterentwickelt. Man muss ihn ja zugestehen, dass er das getan hat. Ich kann eine andere Attacke außer Konfusion. Guck mal. Voll das Mobbing, was ich hier betreibe. Ja, Malaka reicht Level 23. Sehr schön. Und er landet nicht im... Ah, er hat seinen Shigi weiterentwickelt. Er ist auch mal weitergekommen. Sini. Da kann Glutexo nichts ausrichten. Ein Schillock. Na gut. So soll es sein. Blub, blub, blub. Oh.
war knapp, aber doch daneben. Ja, vielleicht ist Tackle besser. Tackle ist, glaube ich, die bessere Wahl. Aber das war's. Ja! Yeah! Sieg! Sieg auf ganzer Linie. Und sie in ihr Recht Level 25. Sehr schön. So. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein zähkranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao! Naja, er ist wieder gegen irgendeine Wand gelaufen, aber okay. Moin! Neuer Kamerad! Es geht mir gar nicht gut! Chris massiert den Kapitän den Rücken. Ruppel, schrupp, schrupp. Oh, ich danke dir! Es geht mir schon viel besser! Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider bei. Mhm. Ja! Töfte! Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Ja, das solltest du dir vielleicht merken. Ruppel, ruppel, schrupp, schrupp. Bäh, manche Dinge macht man lieber nicht, mein Freund. Wir sollten nochmal drüber nachdenken. Sollte Malaka endlich bald mal Level 30 erreichen, werde ich etwas machen, beziehungsweise etwas probieren. Und das Resultat werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Hm. Ich habe ja gesagt, ich werde es nicht dabei belassen, dass wir Malaka haben. Ja. Zurücklehnen und einfach warten. Das kann ein bisschen länger dauern. Machst du doch mal Tütüt? Ja. Gut, dann haben wir die MSN auch hinter uns gebracht. Wir können jetzt theoretisch ganz kurz... VM1... Ja. Mew Mew kannst du erlernen, sehr gut. Oder wartet mal. Das machen wir anders. Ach, Mensch. Mach mich nicht schwach. Nein. Ja. Wir nehmen das andere Mew, das wir haben. Ich glaube, Mew Mew lasse ich jetzt einfach mal frei von irgendwelchen VMs. Denn irgendwo werde ich ja dann vielleicht doch nochmal einsetzen. Ich lasse mir es einfach offen. Kann den PC nicht von der Seite ansprechen. Verdammt. So. Ablegen. Wir schmeißen unser Mew Mew raus. Und nehmen... Nein. Ah. Erstmal Bruce mit. Wenn wir auch brauchen. I know. Dann werden wir kurz die gute Nudelstern rausschmeißen. Und dann... Genau. Das zweite Mew. Item. VM. Das Schneider. Na, 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 na. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Es ist schon faszinierend. Diktri kann den Kratzer und den Schlitzer erlernen. Aber, jetzt kommt's, es kann kein Zerschneider erlernen. Sinnvoll, richtig? Das wäre ungefähr so, wie wenn ein Pokémon Flügel hätte und es kein Fliegen erlernen könnte. Glurak. Mhm. Glurak kann kein Fliegen erlernen. Ist richtig. Gut. Dann haben wir den Zerschneider und können uns jetzt theoretisch gesehen... der Arena widmen. Na gut, hier musste man es noch übers Menü machen. Moment. Zack. Gab's hier wirklich kein Item? Das war, glaube ich, nur in Gold und Silber so. Naja, egal. Moin! Hey, warte, Champions B! Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Interessanter Name. Ja, nicht wahr? Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Na, spielen wir jetzt hier Dora oder was? Hier ist nichts, bloß Abfall.
Na toll, jetzt hat sich mein Maustag ins Bild gebackt. Oh, Entschuldigung. Also, im Endeffekt besteht das Rätsel daraus, hier diese blöden Schalter zu finden, die in den Mülleimern sind. Ja, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wenn wir mal einen finden würden, heißt das. Passt auf. Hier vielleicht? Nein. Nein. Dann gucken wir mal hier. Ach, hier ist einer. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. So, wir brauchen noch einen zweiten Schalter. Jetzt denkt aber nicht, ja, ich habe die Eimer hier unten gerade kontrolliert. Kann nicht sein. Kann eben schon sein. Manchmal ist der Hebel auch hier in einem Eimer versteckt, den wir schon betätigt haben. Ich schau mal eben. Nee, macht er nicht. Vorführeffekt. Nee, also manchmal ist der Hebel dann auch irgendwo anders, wo man schon geschaut hat. Meistens sind die Hebel aber direkt nebeneinander. So. Schauen wir mal. Also es kann schon extrem asozial sein, wenn ihr da immer wieder die falsche Wahl trefft. Denn die Hebel, die setzen sich einfach random. So. Also da frage ich mich auch, was ist denn das bitte für ein Rätsel? Das ist im Endeffekt nur eine Glückssache. Das ist kein Rätsel. Ein Rätsel wäre, wenn ich jetzt hier irgendwo eine Frage hätte und darauf eine Antwort finden müsste. Wieder nicht, da? Das ist asozial. Aber wir widmen uns der Arena im nächsten Part. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.